jetzt. Du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ah, ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme. Städte, die weiß wie Silber glänzten. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Das scheint gut angekommen zu sein. Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwangen mich zur Entwicklung neuer Strategien. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es koste. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit, ist es für mich besser. Eine Kostprobe des Chaos erinnert sie daran, warum sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Bedenke, der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Oh mein Gott. Was für ein krasser Sender. Einerseits ein vollendetes Ende, aber mit keinem Happy End. Abgeschlossen. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief, das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und
Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten. Und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter. Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Jahre später. Okay. Napoleon Bonaparte. Und dann noch. Was für ein Ende. Ein weiterer Kopf in der Wand. Und das war's mit Assassin's Creed Unity. Ja, ich spule jetzt mal fix noch ein bisschen vor nebenbei. Credits sind ja meist unwichtig. Kann man ja immer noch nachlesen. Und mein da. Gott, ich traue meinen Augen nicht. Anu hat diesen Kampf gewonnen, 2 Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche absuchen. Die Knochen wären sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesem Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novize. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Anus Erinnerung nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten. Mehr DNA-Proben, was immer unserer Sache hilft. Du hörst von uns, wenn wir dich brauchen. Verlass dich drauf. Und da springt die mir auch ins Wort rein. Ja, es war auf jeden Fall geil und abwechselnd, allein von der Grafik her. Super spannend. Ich habe es gefeiert. Mir haben ein paar kleine Dinge immer gefehlt. Ein bisschen problematisch mit der Steuerung habe ich noch am Ende gehabt. Aber doch, der Kampf ging relativ, im Gegensatz zu den anderen Enden, Kämpfen sozusagen relativ gut von der Hand weg, muss ich ziemlich sagen. Gut, jetzt haben wir noch das DLC 13, das hatten wir vorab gespielt. Das hatte ich aber gesagt, dass ich es wohl nach hinten verschieben werde. Also jetzt anschließend nach den Credits, wie weit ich komme und noch ein bisschen laber. Und das schmeiße ich dann hinten rein. Bonus DLC 13, ich glaube, The Dead of the Kings hieß es. Muss ich jetzt nachgucken. Ich glaube, das steht sogar hier. Hier drauf oder so. Ich weiß es nicht. Lassen Sie mal eben normal spulen. Ich mache mir eben diese ach so gute Hülle auf. Ich glaube, wie hieß es denn, Mensch? Nee. Dead of the Kings oder so. Muss jetzt wie gesagt lügen. Ich weiß es nicht. Ne, Dead Kings hieß es. Genau, Dead Kings. Das hatten wir noch mittendrin gespielt. War auf jeden Fall auch geil. Aber das könnt ihr dann da weiterschauen. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt noch die Credits ein bisschen zu Ende spulen. Oder wir machen. So was, wir machen einfach so. Und gucken, was uns jetzt noch am Ende erwartet. So, noch zum letzten Mal den Bildschirm laden. Und dann haben wir eigentlich nur noch so ein paar Missionen für uns selber und Koop-Missionen, die noch bevorstehen.
sonst paar Kleinigkeiten sammeln, alles auf 100%. Sowas ansteht, das ist normal. Es gibt einen Brief, okay. Den können wir nochmal. Ah, ich finde die Montur eigentlich ganz geil in Blau. Schauen wir mal eben hier. Mein Liebster. Ja, das hatten wir schon. Liebster Arno, ich vermag kaum zu begreifen, wie viel sich in den letzten. Lieber Arno. Liebster Arno. Ich vermag. Ja, das hatten wir schon. Oh, Arno. Mein Liebster. Ich schreibe dies, während du schläfst. Ach so, das war der Brief, okay. Mein Liebster. Ja, gut. Und ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Leider nicht, mein Freund. Ja gut, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sehen, was wir mit den Koop-Missionen machen. Wenn ich die selektiv rauskriege, da sind sie. Ein paar einzelne Morde hier. Das ist eine normale Nahrungskette. Also werden wir noch sehen. Ich habe hier noch so ein paar, auch für mich persönlich noch ein paar Dinge, die ich machen kann. Sind immer ein paar Dinge mit rätselhaft. Weil ich fand die auch geil, das Rätsel, diesen Mord nachher zu lösen. Aber nicht zu ein geiles Game dazu. Und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal ein und schaut noch am Ende die Endcard. Da kommt er wieder auf erstes Video, das habe ich jetzt dafür zum ersten Mal gemacht. Habe ich bei jeder jetzt Reihenfolge reingemacht. Und was natürlich am nächsten Tag dann, wenn diese Folge hier raus ist und ich natürlich jetzt geendet gelabert habe, das DLC 13, beziehungsweise Dead Kings mit Sequenz 13 um Napoleon Bonaparte kommt. Bis dahin, euer Flash oder Cheers!